Hier ist doch die perfekte Stelle, oder nicht? Was denn? Wo willst du denn hier ein Häuschen hinstellen, Junge? Ja, wir sind doch nicht, hier. Was denn? Das ist doch überall nur Sumpf. Wo soll man hier denn was bauen? Ja, fällt man wenigstens weich, wenn man vom fünften Stock fällt. Was denn? Aus dem fünften Stock? Sag mal, Junge, was willst du denn hier für riesige Häuser hinstellen? Ja, ich denke doch an die Zukunft, denke ich doch. Ach, natürlich, der Herr denkt natürlich an den Zug. Ja, natürlich. Wird dann irgendwann hier wahrscheinlich dahinten. Ja, da wird so ein großes Türmchen stehen, ja. Und da ist dann bestimmt so eine große silberne Kugel oben drauf. Und die dreht sich auf wundersam zauberhafte Weise um sich selber. Ja, Galle, du musst natürlich wieder maßlos übertreiben. Aber vielleicht kann man ja mal wirklich so hohe Häuser bauen, oder nicht? Also, ich weiß nicht, jedenfalls, hier kommt jetzt erstmal das Wirtshaus hin, ne? Also, du meinst aber eher Kirche, wa? Was denn, Kirche? Also, Kohle, jetzt mal ganz ehrlich, Junge. Was glaubst du, wenn die Leute abends mal nochmal hochkommen, zuerst brauchen? In Gebet oder ein Kölsch? Ein was? Ein Kölsch. Ein Kölsch? Ein Bierchen, Junge. Ach, ne Molle, sag das doch gleich, Mensch. Naja. Ja, also, Kalle, wie wollen wir denn die Siedlung hier eigentlich überhaupt nennen? Na, wie denn schon? Köln! Köln, aber das gibt's doch schon längst. Na, Junge, das ist doch egal. Das nennt man jetzt Expansion. Expansion? Nee, ich finde das nicht gut. Lass doch lieber einen Namen auswählen, der so ein bisschen regionalen Bezug hat, ja? Sumpfland zum Beispiel. Sumpfland? Junge, das ist doch kein Name. Ja, oder Sumpfanien. Sumpfanien? Das klingt ja wie ein Märchen. Ja, Sumpfhausen, hä? Also, das ist doch dann wirklich kein Name. Also dann lass uns das doch lieber, was weiß ich, Berlin nennen. Wer was? Berlin, das sagen die Slawen zu Sumpf. Ach, also, Berlin, das ist eine gute Idee, Kalle. Na. Lass uns doch das Ding hier Berlin nennen. Aber wenn wir es ehrlich überlegen, Junge, du, ich glaub, nee, du, ich will das lieber Köln nennen, ne? Nee, Kalle, komm, Berlin. Köln. Berlin. Köln. Berlin. Pass auf, Junge, ist in Ordnung, ich mach dir einen Vorschlag. Du gründest hier dein Sumpfhausen, ja, und ich, Jon Röber, und auf der anderen Seck von den Flüsschen da hinten, ja, und dann gründe ich da drüben mein Köln. Übrigens mit C und Doppel-R geschrieben, ja? Ach ja, Kalle, warte mal, dann komm ich lieber noch mal ein Stück mit. Vielleicht finden wir ja wirklich eine bessere Stelle zum Gründen, wa? Na gut, Kutscher! Okay. So. Dann weiter. Ist aber wirklich ganz schön sumpfig hier. Ja, ja. Nur eindeutig zu viele Leute hier rumstehen. Ja, ja, die wollen doch alles sehen. Und ja, pass auf, Junge, das wackelt ein bisschen. Die Kutschen waren aber ganz schön. Ja, das ist ja ganz schön. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Oh, was ist denn das, Mensch? Guck mal, so viele Siedler hier vor Ort. Das ist aber ganz schön, was die da halt in der Hand halten. Aber. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Mein Lebtag noch nicht gesehen. Was die Leute alle so erfinden in der kurzen Zeit. Und dass die alle vor uns hier sind. Ja, ja, genau. Ich dachte, wir gründen hier Berlin, aber nee. Guck mal da hinten, da ist es jetzt so voll. Dann gehen wir mal da hinten gucken, ob wir da was hinstellen. Dass wir immer unter Rock dasteht, die Dame, ja. Also das soll spannend, Achtung bei dem Rückwärtsgang. Thank you.
Tinktur gegen die Vergesslichkeit und für den Haarwuchs. Ach nee, so alt sind wir noch nicht. Nehmt sie euch für später mit. Jetzt ist übrigens gerade später. Und jetzt was schon wieder. Was soll die Tinktur für Vergesslichkeit sein, oder nicht? Vergesslichkeit habe ich hier vorn. Ich habe es vergessen. Augenblick, ich muss erst ein Schlückchen nehmen. Ist ja originell. Ja. Den Liebestrank, falls ihr dessen bedürftig seid, die Stunden zu zweit noch schöner zu machen. Denkt auch an die Zukunft. Schenkt ihr ihm das Elixier für den Haarwuchs und ihr das Elixier für Jugend und Schönheit. Na ja, mal gucken. Also, tretet euch näher, ich weiß nicht, auch wenn ich so aussehe. Na, wer weiß. Aber wir wollen niemanden fehlen, wir können ihm nicht I'm going to go to the hospital.